So, moin, jetzt müsste ich online sein. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du dir dieses Video anschaust. Wir gucken jetzt ein bisschen in die Zukunft. Es geht nämlich um Everspace 2. Das Spiel ist noch in Arbeit, ist auch noch nicht im Early Access. Soll wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres erscheinen, aber das kann sich ja alles noch hinziehen. Die haben ja jetzt immer eine gute Begründung mit diesem Corona-Krempel. Ne, ich habe die Musik ausgemacht hier, weil die geht einem echt auf die Kochonis. Ne, so, und deswegen, jetzt scheint aber hier der Controller zu funktionieren. Das ging im Everspace nicht, also in der ersten Version. Da wollen wir mal gucken, ob das hier klappt. New Game. Confirm. So, ich habe ich A gedrückt, das geht also. Ne? Xbox-Controller habe ich hier. So, dann wollen wir mal schauen, was uns das bringt hier. Wow. Wow, Informationen. Ist noch nicht auf Deutsch. Will nochmal in die Options rein. Audio. Display. Input. Ne, ich kann also nicht die Sprache einstellen. Das war also bei dem. Aber es funktioniert mit dem Controller hier. Es war also bei dem bei der ersten Version gleich auf Deutsch, da brauchte ich gar nichts befummeln. Interceptor, ach so, Medium. Assault Fighter. Ach, jetzt kann man sich den aussuchen hier. Wow, das ist ja mal ein Sentinel. Advanced Devices and Drones for both Offensive and Defensive Purposes. Pulslaser, Autokanone, EMP-Generator und Cloak, also Verstecken. So, das ist Assault Fighter. Ja, das ist also auch eine frühe erste Version. Wenn ihr am Anfang gesehen habt, da steht unten links steht die Version. Die kann sich jetzt schon erhöht haben. Man kann sich das, diese Demo, die kann man sich bei Steam auch besorgen oder über die Webseite von denen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her habe, aber ich glaube, bei Steam ist sie jedenfalls installiert. Und ja, dann muss man mal gucken, ob einem das so zusagt. So, was haben wir hier? Eine Coil Gun, Blaster, Railgun, Weapon Overdrive und EMP-Generator. Oh, was hat Interceptor denn? Attack Fighter. Aha. Pulslaser, Coilgun, Scattergun. Scattergun. Weapon Overdrive, Inner Geist Boost und Teleporter. Ist ja auch geil. Aber ja, schon wieder die Schwierigkeit, was nimmt man jetzt, ne? Dieser Sentinel gefällt mir gut, weil der hat ja meine Kanalfarben, ne? Aber vielleicht kann man die auch schon. Aha, jetzt bin ich im Inventory. Das geht auch mit den Maustasten. Ja, mit den Controller-Tasten, Entschuldigung. Kapazität. Aufladungsrate. Shield 71 Cent, 38 Cent. So. Das hat der alles eingebaut, schätze ich mal. Ne? Das sind jetzt die Sachen. Consumables, Nanobots, 2 von 4. Repariert 400 Hüllentreffer in 5 Sekunden. Energieinjektor. Aha. Der gibt ganz schnell 30% Energie wieder zurück. Und erhöht den Schadensausstoß aller primären Waffen um 40% für 20 Sekunden. Na denn? Plating, da weiß ich schon wieder nicht. Das ist Armor. Okay. Armor. Ich dachte, der hat einen Bogen und einen Pfeil. Was soll denn das? Sensor. Was ich jetzt meine, ist Sensus, ne?
Sensus, ne? Thrusters, Boost Acceleration, Full Recharge, Boost Recharge Delay. Mhm. Management, not available at this version. Ach, das sieht auch schon jetzt ganz anders aus hier. Unknown Location, das haben die jetzt ganz anders aufgebaut hier. Okay, da. Trading Station, also Handelsstation. Outlaw, Turf, Homebase. Das bin ich wahrscheinlich, da schätze ich mal. Ne? Missions haben wir noch nicht in dieser Version. So. So, mit B gehe ich jetzt in Lounge. Dann nehmen wir den mal hier, den. Wow, das ging aber ab, du. Accelerate with LS, turn your ship right left with RS und up down with RS. Whoop, whoop, whoop. Aha, move. Aha, das war der Schuss. Keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss, aber da sind Punkte. Schnell dran vorbei, ich gebe hier gerade Vollgas hier. Nee, 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 nee. So geht's nicht. Sich versteckt dahinter. Das ist ja fusselig im Kopf. Wie kann man den denn jetzt arretieren? Hier muss man doch auch irgendwie. Autokanon, Pulsleser. Aha, das machen wir mit dem Steuerkreuz. Wow, das geht aber ab hier. Muss man auch seinen Controller noch ein bisschen besser einstellen. Das ist der Pulsleser. Wer war das denn?
Oh, da bin ich wohl irgendwo gegen gekommen, habe ich das Gefühl. Also genau so ein Ballerspiel hat mich zerrissen. So, aber das ist ja schon ziemlich ausgereift für den Prototypen. So, Outlaw Scout, Damage 100, Source, UV-Draht, wohnt wie Forgotten, weil Source One Safe, mein Rest wird und endlich Slumber auf der. So, was heißt Revive? Nochmal. Ne, ich denke mal. Das ist deutlich geworden. Ne, wer sowas gerne spielt, für den ist das ein feines Spielzeug. Jo, ich danke fürs Zuschauen. War kurz, heftig, knapp, aber ausreichend, denke ich. Ne? Mit Controller wunderbar zu bedienen. Ich bin nicht so der Controller-Schnellste. Ich habe es mir gemütlich in meinem Alter, ne, mit 66 ist das auch, denke ich mal, verzeihbar. Ne, aber ich gucke mir sowas gerne mal an, um zu wissen, ob ich das überhaupt spielen möchte. Ne, vielleicht weiß das jemand von euch jetzt auch. Jo, dann danke fürs Zuschauen. Wenn dir das gefallen hat, was ich hier gemacht habe, gib mir einen Daumen hoch, besser noch ein Abo und guck beim nächsten Spiel wieder rein. Bis dahin, bleib gesund. Tschüss.